Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zum Kapitel 20 aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster. Heute mit dem Titel Es ist nichts mehr da. Es kam schneller als gedacht. Das Geld der verkauften Zigarren war verbraucht und wir konnten unsere Miete nicht mehr bezahlen, geschweige denn etwas zu essen kaufen. Hier muss man aber schon sagen, dass die Dominikaner dich nicht verhungern lassen. Unsere Nachbarschaft, die natürlich mitbekommen hatte, dass es uns nicht gut ging, brachte uns jeden Tag etwas zu essen. Was gab es? Reis und Bohnen und Bohnen und Reis. Meine Schwiegermutter, die selbst auch nichts hatte, ließ uns bei sich in ihrer Hütte wohnen. Diese Hütte war aber eine Hütte mit Wellblechdach und außer der Haustür aus Brettern gab es keine anderen Türen. Die zwei kleinen Schlafräume und das Bad hatten nur Vorhänge. Bad ist wohl etwas übertrieben, denn es befand sich keine Toilette und auch keine Badewanne darin. Nur ein großer blauer Plastikbottich mit einer Plastikschale. Zum Waschen stellte man sich neben den Bottich und schüttete sich das Wasser mit der Plastikschale über den Kopf. Dann einseifen und den Seifenschaum wieder mit dem Wasser aus der Plastikschale abspülen und fertig. Der Bottich musste dann jeden Tag wieder mit Wasser, was irgendwo aus einer Wasserleitung im Dorf kam, die funktionierte, nachgefüllt werden, denn fließendes Wasser gab es im Hause nicht. Doch werdet ihr euch jetzt sicher fragen, wie war das denn mit dem Toilettengang? Ganz einfach. Hier gab es hinter dem Haus einen kleinen Verschlag mit einem, wie wir sagen würden, Plumpsklo. Den musste man dann bei Bedarf benutzen. Eine für einen Europäer nicht so angenehme Sache. Aber es gab keine Alternative zu diesem Zeitpunkt. Ich war froh, irgendwo ein Dach über dem Kopf zu haben und überlebte so Tag für Tag. Natürlich machte ich mir extreme Gedanken, wie mein Leben und das meiner Familie denn weitergehen sollte. Auf der einen Seite arm wie eine Kirschenmaus, und so gut wie nichts zu essen, und auf der anderen Seite ein leeres Haus in Huandolio, das aber zu dieser Zeit keiner kaufen wollte. Sicher werdet ihr jetzt sagen, das kann man doch schnell ändern, indem man eventuell seine Familie oder Freunde informiert. Ja, da muss ich euch recht geben. Aber bis das so weit ist und man bereit ist, sich sein eigenes Versagen einzugestehen, vergeht eine ganze Zeit. Man kann es selbst nicht fassen und versucht mit allen Mitteln selbst wieder aus diesem Hamsterrad herauszukommen. Das funktioniert in den meisten Fällen aber nicht und man rutscht immer tiefer in sein eigenes Verderben. Ich habe dann irgendwann, als es absolut nicht mehr ging, die Reißleine gezogen und meine Familie und Freunde angerufen und meine Situation geschildert. Die Hilfe kam schnell von meinem Ex-Partner Klaus aus Huandolio. Er bot mir direkt an, wieder bei Neptunodive zu arbeiten. Klar, nicht als Teilhaber, sondern als Tauchlehrer und verantwortliche Person für den Ablauf auf der Tauchschule. Besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So ging es dann erstmal wieder für mich zurück nach Huandolio. Eine Unterkunft hatte ich dort ja, mein leeres Haus. Eine Matratze zum Schlafen war schnell besorgt und durch meine neue Erfahrung, mit welchen einfachen Mitteln man sich sauber halten konnte, überlebte ich die Zeit bis zu meinem ersten Gehalt und konnte mir dann eine kleine Wasserpumpe besorgen, die mein Haus wieder mit fließend Wasser versorgte. In sehr kleinen Schritten
ging es wieder den Berg hinauf und mit der Hilfe von meiner Familie aus Deutschland und vielen Freunden, die mir mit finanziellen Mitteln unter die Arme gegriffen hatten, ging es mir und auch meiner Familie, die in Barahona geblieben ist, wieder besser. Dann kam der Tag und ich bekam von einem Bekannten aus Santo Domingo eine Anfrage, ob denn mein Haus noch zu verkaufen sei. Freudig antwortete ich, dass dieses selbstverständlich noch zum Verkauf stehe und ich einen Besuchstermin gerne vereinbaren würde. Der Termin lief gut und der Interessent machte mir ein Angebot für mein schon fast seit 2 Jahren leerstehendes Haus. Es war natürlich bei weitem nicht der Preis, den ich mir erhofft hatte, aber ich könnte mit dem Erlös meine angefallenen Schulden bezahlen und mit meiner Familie wieder von vorne beginnen. Somit verkaufte ich mein Haus in Juan Dolio und mietete ein kleines Apartment. Mit einem kleinen finanziellen Polster in der Hand holte ich meine Familie wieder zurück nach Juan Dolio und versuchte wieder von neuem durchzustarten. Die Hoffnung war groß, dass es dieses Mal gelingen würde. Barahona war für mich erst einmal auf Eis gelegt. Solange diese Region noch nicht für den Tourismus präpariert ist, ist es unmöglich, dort Geschäfte zu machen. Die Zeit, die ich dort verbracht habe, hat mich aber schon in meiner Denkweise sehr stark geprägt. So Dinge wie Luxus spielten für mich keine Rolle mehr. Ich hatte am eigenen Leibe verspürt, wie es ist, wenn man um das nackte Überleben kämpft. Da interessiert es keinen, ob du eine Hugo Boss Hose trägst oder ein Versace Parfüm benutzt. Da geht es nur darum, wie du den Tag überstehst und für deine Familie etwas zu essen besorgst. Jetzt wieder zurück in Juan Dolio war ich aber wieder in einer anderen Welt. All-Inclusive-Tourismus, trinken, was das Zeug hält und die Teller am Buffet so voll machen, dass man vorher schon weiß, dass man das nicht alles aufessen kann. So sieht es nun mal aus im internationalen Tourismus. Ich hatte mich schnell wieder eingelebt und machte meine Arbeit wieder so, als würde mir das Unternehmen noch zum Teil gehören. Das tat es nicht und mein monatliches Gehalt variierte je nach verkauften Kursen und Exkursionen. Das ist nicht eine befriedigende Arbeitsgrundlage und wie es dann so ist, wurde meine Motivation von Tag zu Tag weniger und ich überlegte schon im tiefsten Inneren, wie ich mich denn beruflich verändern könnte. Doch so einfach, wie es dann im Kopf geplant ist, geht es in der Wirklichkeit aber nicht. Zuerst musste mal analysiert werden, was man denn eigentlich machen könnte und wo. Da fiel mir jetzt auf Anhieb, außer im Tourismusbereich, nicht gerade viel ein und zurück nach Deutschland wollte ich nicht. Dann kam die Arbeit, den veralteten Lebenslauf wieder auf Vordermann zu bringen. Das gestaltete sich aber nicht so einfach, denn dieser sollte ja so attraktiv sein, dass Firmen ein Interesse an dir zeigen und dich als Angestellten haben wollen. Bei mir stand aber die letzten Jahre eigentlich nur Tauchlehrer drin. Klar kann man das etwas verschönern, indem man dann General Manager einer Tauchschule schreibt. Aber sind wir doch mal ehrlich, die meisten denken immer noch, dass Tauchlehrer kein Beruf ist und dass man den ganzen Tag nur Party feiert und am Strand liegt. So ist es aber Gott sei Dank nicht und ich konnte meinen Lebenslauf doch recht gut mit speziellen Kursen und Lehrgängen, die ich ja gemacht hatte, füllen. Jetzt noch ordentlich, stilistisch und fehlerfrei schreiben und dann kann es mit der neuen Jobsuche losgehen. So hatte ich mir das zumindest gedacht. Ich wurde aber sehr schnell eines Besseren belehrt. Ja, meine lieben Freunde, das war Kapitel 20 aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster und es würde mich freuen, wenn ihr bei dem letzten Kapitel, bei Kapitel 21, wieder dabei wäret.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.